So, hallo, dann begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Wir unterbrechen Super Compact World für einen besseren Hack. Na, ob er besser ist, werden wir sehen, aber ich gehe stark davon aus. Ja, wir Das haben ja will ich schon Evil hören. Conquest 1 gespielt und jetzt spielen Vor wir Evil fünf Conquest Jahren. 2 und haben auch wieder die Hackersteller dabei. Das hat Schönen guten glücklicherweise mal Tag. geklappt. Ihr dürft euch Genau, gerne hallo, kurz hallo. vorstellen, wenn ihr das möchtet. Hallo, ich bin Dark DWP02 oder Dustin. Ich denke mal, Dustin ist jetzt besser mittlerweile. Ja, ich habe zusammen mit den lieben Lux Hallo. Evil Conquest 2 erstellt und wir sind die Co-Kommentatoren. Genau. Und es ist schon Jahre her, dass wir zusammen aufgenommen haben. Also die Stimmen haben sich schon ein wenig verändert. Das mag Das gut sein, vielleicht hört auch man die tatsächlich doch Mikrofonqualität. ja schon raus. Also bei mir ist wahrscheinlich weniger, aber ja, ihr seid auch ein bisschen älter geworden in der Zwischenzeit. Das ist Gut. richtig. Für immer Verwirrt 12 Jahre. man Ja. nicht. Verwirrt man nicht. Okay, wollt ihr auf Englisch vorlesen? Weil ich soll ja aber nicht auf Englisch vorlesen. Machst du das denn? Nö. Man Kann kein Englisch. and man, it looks at it again. Just what could they be planning this time? Mayu needs to travel across the world to find out. Ja, Melon Man war ja. War es der Boss vom. Ich glaube ja, ne? Ich habe Ja, irgendwie so in genau. Erinnerung, diesen Zusammen. Oberboss als Melon Man gehabt zu haben. Das ist richtig, das war der Endboss. Genau. Entwickelt von dem bösen Professor L. Ich weiß, von der Story her weiß ich Lux. überhaupt nichts mehr, aber. Ja, Gut, die schauen wir mal, Story was ist haben auch wir denn eigentlich alles nur ein Weg Hübsches? dafür, dass du Level spielst. Ja. Also, das ist einfach nur, dass etwas da ist und nicht einfach nur Ja, na klar. Overworld, hier sind Level, viel Spaß. Ich sehe schon mal, da oben Ja. ist so ein Symbol, das ist wahrscheinlich so eine Art Yoshi-Coin-Collector-Dings, oder? Genau. Das. Richtig, das kann dir mal anzeigen, ob du alle gesammelt hast oder nicht. Ah ja, perfekt. Ja, dann gehen wir doch einfach Genau. mal in Peach's Castle rein. Da geht's auf jeden Fall schon Das mal ist los. gut. Oh, Lampen also Ein noch paar vorne. Custom-Blöcke Achso, vorab das ist also erklärt. jetzt so ein Art Tutorial, um zu erklären, was die einzelnen Blöcke machen. Ja, Das sind also richtig. sozusagen Sind aber auch die. nicht allzu viele Blöcke. Ja, die roten sind also Item-durchlässig, aber nicht Maya-durchlässig und andersrum die blauen. Ja, und dann gibt es die Genau. nochmal auf nur mit Oh, einem Sack an ah. der Seite. Okay, die sind. Okay, das ist einfach so halb-halb. Dann hier genauso. Ja, das ist Naja. richtig. Das sind einfach normale. Genau, Screens calling Pipes. Da kann ich nicht rein, aber hier kann ich rein. Das ist richtig. Und da Und kann das ich ist der letzte runterdrücken. Block. Ah ja. Merkt das am besten. Das wird ein paar Mal gebraucht wahrscheinlich. Alles Immer wenn es klar. diese Punkte sind, da kannst du durch runterdrücken. Immer die. Okay, alles klar. Immer wenn es diese, die normalerweise die Spring-Teile sind. You have collected a Richtig, power gem. richtig. There are three in each level. Can you find them all? Not necessary for completion. Aber da die Leute dabei sind, die das gebaut haben, bin ich gezwungen, das natürlich alles einzusammeln. Selbstverständlich. Die sind alle mit Liebe platziert. So. Schwierigkeitstechnisch denke ich, sollte es auch ohne Saves jetzt machbar sein. Joa. Auf jeden Fall, sag ich mal, bis bisschen über die Hälfte die letzten beiden Welten könnte, also sind anspruchsvoll, aber nichts, was man nicht schaffen könnte. Ja, alles klar. Naja, es ist zumindest kein Leichter Kaizo, als was Evil hier Conquest baut. 1. Das ist Kein richtig. Das ist Kaizo richtig. spiele ich ja nicht mehr, deswegen. Ja, alle, die hier Genau. bei mir in Fairy Mario erwarten, das wird erstmal nicht mehr passieren. Da kann ich ziemlich sicher sagen. Habe ich keine Lust Sehr drauf. schade. Immer so schön, 5 Stunden im Level rumirren, nur um zu gesagt zu bekommen, dass was falsch Ja, es ist. würden sicherlich auch viele gerne wieder sehen und Jan und Felix sind auch immer so, ah, spiel doch mal wieder, wir haben neue Level gebaut und ich sehe mir so, nee, lass mich in Ruhe. Grüße an die beiden übrigens. Hier kann ich für Münzen Sachen kaufen. Genau, ein Okay, Shop-System haben wir hier. alles klar. Und Yoshi ist einfach so da und freut sich. Ja, der Gut. kommt hier mal. Am Moment, ah, jetzt haben wir, können wir gleich mal gucken. Jetzt hat es hier das Symbol auf jeden Fall ausgelöst. Genau, sehr schön. Genau. Das wird immer ausgefüllt, je nachdem, was du gemacht hast. Außer bei den Secret Exits, da ist es immer ausgefüllt. Das zeigt nur an, ob es einen gibt oder nicht. Ah, okay. Also Haken ist einfach Level geschafft und das Symbol dahinter ist, wenn ich die Dinger noch zusätzlich gesammelt habe. Genau. Okay. Das ist richtig. Gut. Ursprünglich war das mal angedacht, dass man, wenn man alle Yoshi-Coins eingesammelt hat, dass man das so ähnlich wie in New Super Mario Bros. Wii machen kann. Und zwar mit hier Yoshi-Coins dann neue Level freikaufen kann. Aber das haben wir dann doch rausgenommen, weil das dann doch irgendwie blöd ist. Ja, im Deshalb Endeffekt, ging das einfach hätten optional wahrscheinlich sammeln. die Special Level dann weniger Leute gespielt und so, und dann ist das eher unsinnig. Ja, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch Genau. geschrieben, dass man die Dinger nicht sammeln muss. Das ist richtig.
Aber das heißt, du sagst, es gibt auch keine Belohnung, wenn man es jetzt alles sammelt, außer dass man sich freuen darf. Nee. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, gut, besser. Außer dass es überall angezeigt wird. Keine Ahnung, Nintendo hat ja ganz nette Belohnungen für Collectibles, die so gar nichts bringen. Dann ist es fast besser, einfach nichts zu machen. Wir wollten ursprünglich so eine tolle Statue für den Teilscreen programmieren, aber haben es dann doch gelassen. Ja. Wir wollten das nicht machen. Die Super Mario Bros. 2. Oh ja. Sammel doch mal 9.999.999 Münzen. Was kriegst du dafür? Eine Teilscreen-Botschaft. Grüße gehen raus an Nintendo dafür. Jo. Ich hoffe, die Musik ist laut genug, aber. Oh, ah, da kann ich mir was holen. Und da ist ein Midway Point. Midway Point, oder? Ja, da war so eine halbe Flagge. Ich nehme an, das ist eine Art Midway Point. Da oben. Crazy, du hast es sofort erkannt. Ja. Du hast es sofort erkannt. Optimal. Was weiß ich das sonst sein sollen? Ja, man weiß es nicht. Ach Mensch, ich bin zu blöd, darüber zu springen. Da. Sehr schön. Grabbel doch mal an die Ranke, dankeschön. So, schaff was zum Midway Point, jawohl. Sehr schön. Na, guck mal, ohne Probleme. Geht auch schon mal gut. So wie bei Rapio. Genau. Wir haben noch weitere Beta-Tester, die momentan hier die Eagle Conquest 2 Raum spielen. Ja. Und zwar den lieben Rob Hugh. Dann eventuell bald Reggie. Und auch Maulz. Genau, und Rob Hugh hatte bei dem Level ein paar kleinere Probleme. Generell in der ersten Welt. Okay, Grüße generell bei jedem Level. Generell bei jedem Level. Grüße gehen nochmal raus an Rob Hugh. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch keinen einzigen von den Kristallen eingesammelt, oder? Doch, ich glaube einer war. Nein, schon. Müsstest du. Okay. Ah, da ist bestimmt. Ich hab mal gerade. Hä? Da war einer. Was ist denn da oben? Sekunde. Da war einer. Ich bin mir gerade unsicher. Hast du dich jetzt eben eingesammelt? Ja, da war ich doch nicht drin. Ich meine, ich habe das erste Mal das Ding aufgemacht gerade. Also ursprünglich war da mal einer. Das ist gut, okay. Aber, hey, ich war doch davor noch nicht drin. Bin ich jetzt doof? Egal, ich meine, ich war da noch nicht drin. Weil ich das jetzt gerade so gesehen habe. Wenn du die nächste einsammelst, werden wir sehen, wie viele du hast. Ja. Genau, nochmal an die Zuschauer: Das hier ist noch eine Beta-Version und keine Vollversion. Genau, das deshalb heißt, die kann auch noch keine Link in die Beschreibung packen. Wenn man auf der einen Seite was fixt, geht auf der anderen Seite wieder was kaputt. Das ist ja, das stimmt. Es ist unfassbar, wie viele Fehler so auftauchen können, wenn man ein Problem behebt. Ach ja. Eine schöne Sache. Oh nein, da ist kein Boden mehr. Ups. Das ist richtig. Okay, sehe ich jetzt vielleicht zu viel? Aber kein Problem. Nicht. Jetzt kann man mal gucken, ob er vielleicht jetzt da drin ist wieder, weil es müsste doch. Wie ist es? Habt ihr. Ah ja, da ist einer drin. Ja. Genau. Ich bin durch die Röhre hier und dann war er nicht mehr drin. Probieren wir das mal aus, ob es daran liegt. Ich denke mal. Ich gehe einfach mal wieder durch die Röhre. Na. Werden die gespeichert, die ich sammle, bis zum Midway Point, oder sind die, muss man alle drei auf einmal sozusagen? Das sind die normalen Yoshi-Coins. Ich glaube, die werden halt nur am Ende vom Level gespeichert, wenn du die Ah, okay, alles klar. Also ich musste sozusagen. Ah, jetzt ist er. Hä? Sag mal, ich war doch davor nicht oben. Bin ich doof? Ich war da nicht oben. Ich kann auch nicht erklären, was gerade passiert ist. Aber er ist da. Das ist ja schon mal, gut. Genau, hier. Da ist die Yoshi-Coin. Oder der Kristall. So, da hätte ich. So, ups, okay. Ups. Da steht da eins. Gut, dann zum Glück, wenn wir es nicht brauchen, dann werde ich mich nicht ganz so sehr darum kümmern. Ja, du hast die mal gesammelt. Genau, so das vielleicht, dass man sie zumindest gesehen hat. Ich merke auch schon wieder, wenn ich gleichzeitig rede und spiele, ich mache einen Quatsch nach dem anderen, das ist unglaublich. Ach, ah, das ist gut. Alles gut. So, nein! Grr. Schon besser. Jetzt nicht das ganze Video nur im ersten Level stecken. So. Wo bin ich eigentlich vorhin gestorben? Ich weiß. Jetzt weiß ich nicht, kann Lustig ich das. Ist der. Ja, okay, ihr trollt, glaube ich nicht. Okay, da ist Boden, ja. Ihr trollt nicht. Das wär fies. Nee. So fies sind wir nicht mehr. Vielleicht noch zu Quell den Conan zeiten. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich einen Quell den Conan erwartet, aber nicht mehr hier. Die Zeiten sind vorbei.
Ihr würdet oder? Die gleiche Antwort bekommen wie die inferior Leute. Wenn ihr sagen würdet, hey, ich spiel mal Quell den Con Invite, würde ich auch sagen, nee, geh weg, lass mich in Ruhe. Ach ja. Ich hab's ja eh irgendwann damals, was in irgendeinem Level habe ich es abgebrochen, aber gut, wir haben sie nicht alle gesammelt. Ja, auch zu Recht. Ja, das war aber wirklich. Dieses Scrolling, ich hab mir das nochmal angeschaut. Das war, oh Gott, das war echt brutal. Ja. Lang ist her. Da hatte ich noch Nerven und hab nur studiert. So, wenn ich lehre und alle Nerven sind weg. Ja, werde ich auch bald sein. Bist du auch auf dem besten Weg dahin? Genau, ich studiere aktuell Deutsch und Philosophie auf Lehramt. Ja, sehr gut. Im vierten Semester jetzt. Ich hab gar nicht auf den Levelnamen geachtet, wie hieß das Ding jetzt? Pals hab ich gelesen. Aber den war noch ein anderer Name. Pals irgendwas, keine Ahnung. Ja, Pricky Pals. Ah, okay. Oha. Traue ich mich? Ursprünglich war dann Spiny, aber den hast du zerstört. Deswegen ist es halt. Oh, ach so! Ups. Ursprünglich. Das macht das lustig daran, das lustig daran, einen Hack über 5 Jahre zu machen ist, wir haben das halt dann auch nochmal, nachdem es halt alles fertig war, sehr oft durchgespielt und dann einmal halt in einem Rutsch nochmal zusammen. Ja. Und man spielt durch die Level und manchmal denkt man sich so, was habe ich mir hierbei eigentlich gedacht? Ja. Ja, ist klar, wenn es recht alt ist, dann sind vor allem die Sachen, die man zuerst gebaut hat, halt schon wieder komplett in Vergessenheit geraten und man hat ja in der Zwischenzeit auch wieder neue Erfahrungen gewonnen. Ja. Das stimmt auch. Und würde dann wieder Sachen anders machen. Aber wenn man dann wieder anfängt, die Sachen am Anfang zu ändern, ist man irgendwann am Punkt, wo man sagt, am Ende, jetzt ist das wieder nicht richtig. Das ist auch halt passiert, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ja, so. Ich glaube, irgendwann muss man einfach mit Verbesserungen aufhören, weil man kann unendlich oft verbessern. Das ist richtig. Das ist so. Also es sind auch einige Level praktisch auf dem Cutting Room Floor geblieben. Wir sind einmal halt durchgegangen und haben das gepurcht, was uns nicht gefallen hat oder wo wir gesagt haben, das entspricht überhaupt nicht dem, was wir hier haben wollen. Ja, das stimmt. Und, da sind ein paar Level rausgeflogen noch. Okay, die werden wir dann. Und auch generell, also ein paar, weil sie halt im Endeffekt dann zu schlecht waren und ein paar andere, weil sie nicht mehr funktioniert haben. Genau, weil die ROM. Da war es dann schade drum, aber. Ja. Die ROM hat nämlich einige neue Patches bekommen und dann wurden andere Sachen zerstört, weshalb dann wieder Sachen rausgeworfen werden mussten. Ach, das war. Schöner Entwicklungsprozess. Okay. Ja, aber das zeigt ja, dass man sich zumindest auch viel Mühe gibt und Gedanken macht und nicht einfach irgendwas hinrotzt wie andere Leute. Das ist richtig. Ja. Also diese 5 Jahre Entwicklungszeit, die waren jetzt nicht nur in Elder Conquest 2 drin, wir haben auch noch andere Sachen gemacht, wie auch zum Beispiel halt jetzt Privatleben halt. Ja. Andere Sachen gemacht, nicht nur diesen Hack. Genau, aber halt über der Zeit kamen halt viele Verbesserungen, neue Sachen hinzu. Und Entwicklungen generell. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Ja, bisher ist es. Aber auf jeden dieses Jahr Fall ist es soweit. Schönes, spielbares Level-Design. Das freut uns zu hören. Du hättest ja mal wieder raten können, wer welches Level gebaut hat. Wie im ersten Display. Was hätte ich raten können? Wer welches Level gebaut hat. Achso, wer die. Stimmt ja. Puh, oh Gott. 50-50. Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt beide einfach mal Lux zuordnen. Damit hast du komplett recht. Okay. Construction Chaos mit Secret Exit. Sogar ohne Joker. Ah ja, dann erinnert mich mal, wenn ich ein Level gespielt habe, dass ich mir überlege, wer es gewesen sein könnte. Weil ich glaube, von selber denke ich nicht dran. Ja. Den will ich haben. Wir können es auch vergessen. Das stimmt. Aber ihr seid nicht zu vergessen. Da wirst du noch rankommen. So komme ich heran. Na, guck mal. Sehr schön. Sag, oh Gott, wo? Irgendeine Röhre wird mich bestimmt. Aber nee. Ich dachte jetzt kurz, das ist eine Tür. Das war keine Tür. Ah, jetzt ist hier so ein Fenster aufgegangen. Moment, ich muss mal ganz kurz. Oh. Erstmal wieder aktivieren. Lehrergruppe, verschwinde, danke. Wir haben so ein digitales. Achso, ich komme doch mal gar nicht durch. Ja, moin. Wir haben so ein digitales Lehrerzimmer, wo wir jetzt halt. Da ist jetzt bestimmt viel los. Ach, dann, jetzt, ich sehe die Risse. Genau. Ja, genau, also und da schreiben halt die Leute und dann ploppt es hier unten immer auf. Funktioniert das eigentlich aktuell mit eurer Lernumgebung online? Für die anderen Schüler? Nein. Also, ich versuche Mebis zu benutzen.
Ja. Das ist so dieses. Kenn ich sogar. Das ist das Programm, Programm, sag ich schon, die Seite, die halt von Bayern mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wird für die Lehrer. Das war in der ersten Woche sehr instabil, mittlerweile geht es. Und dann versuchen wir das Ganze halt noch mit E-Mails abzufangen, aber da haben wir halt auch relativ oft die Rückmeldung, dass Postfächer von Eltern voll sind und einfach nichts gesendet werden kann. Oh ja, und dann tolle Spam-Mails, die auch noch irgendwie. Ja, ja, genau. Das, wenn du da kann zu oft mit der privaten E-Mail zum Beispiel an die Eltern geschrieben hast, dann hieß es irgendwann, du konntest gar nichts mehr senden, weil du sozusagen dann gespammt hast. Was du nicht hast, aber hey. Sicherheit, yay. Ja, ja, und die unbekannte Schul-E-Mail-Adresse wurde halt bei Eltern dann erstmal direkt in den Spam-Ordner gepackt, weil kennt halt keiner. Ja. Wenn es halt nicht mit MD oder sonst was aufhört, sondern mit Ad, blabla Schule, das halt kennt halt keine Sau. Hoffentlich bessert sich mal die Situation. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach Ende April plötzlich wieder in Gruppen zusammensitzen. So, was soll seitdem besser geworden sein? Ich kann mir das auch nicht so wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Seitdem ist nichts besser geworden. Das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, aber wir werden sehen. Im Moment weiß es keiner. Jetzt haben sie einfach die Abschlussprüfung um 2 Wochen nach hinten geschoben, sonst würden wir die noch schreiben, auf jeden Fall. Ja. Aber hey. Das war bei mir jetzt auch sehr kritisch, was Prüfungen angeht in der Universität. Ja, das ist da ja überall, das noch, ist ja nicht nur Schule, das ist ja Prüfungen Arbeit, das ist komplette Leben, es ist plötzlich still, steht plötzlich still. Ja, das stimmt. Mir sind einfach Prüfungen jetzt ausgefallen und es wurde dann gesagt, ja, erstmal war es halt auf freiwilliger Basis, dass normalerweise ist es ja ein Fehlversuch, wenn man bei einer Prüfung angemeldet und nicht kommt, aber das wurde dann gerne dazu, ist es okay, wenn ihr nicht kommt oder euch nicht in der Lage dazu fühlt. Und dann, das wurde dann halt nach dem Erlass vom Gesundheitsministerium auch wieder geändert zu kommt auf keinen Fall. Ja, das ist es halt. Also es war ja auch erst alles so freiwillig von wegen, trefft euch nicht in Gruppen und so weiter, geht nicht mehr raus und wenn die Leute es halt von selber nicht hinkriegen, jetzt haben wir ja die Ausgangsbeschränkung in Bayern. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, bei uns ist es noch nicht, aber ja, ich glaube, das wird wohl auch bald nötig sein, weil bei euch sind es ja sicherlich nicht vernünftiger, die Leute. Mir kommt das so vor, als würden jetzt die Leute mehr rausgehen als vorher. Ja, es ist schon alles. Also, ich sehe das so. Schwierig. Also, bei mir ist das gerade in der Umgebung, wo ich jetzt wohne, sehr zurückgegangen. Allerdings, wenn ich jetzt halt mehr Richtung Innenstadt gehe oder in so größere Parks, um mal, weiß nicht, Einkäufe zu erledigen oder halt selber nur bestimmte Sachen zu machen, ich gehe auch nicht großartig raus halt. Aber dann sehe ich halt auch nur ganz große Menschenmassen. Leute, die dann grillen und halt mit Absicht auf alle scheißen in dem Fall. Ja. Ich bin dumm. Ich wollte wie Mario Maker, wollte ich den Block durch die Tür nehmen und habe mich gewundert, dass ich ihn nicht mitnehmen kann. Ja, wir spielen ja nicht Mario Maker. Ja, das ist echt ziemlich blöd, wenn man zwischen Mario Maker 2 und Super Mario World Raum Max wechselt. Plötzlich kann man nichts mehr. Jetzt sehe ich mich. Plötzlich kann man das auf Bomb Spin jumpen. Oh, stimmt. Ja, was? Aber das kann ich plötzlich eher. Kann man das in Mario Maker 2 wieder auf Worms? Das kann man machen auf Worms Spin Jump, aber du kannst auf Boost nicht Spin Jumpen. Genau, auf Worms kannst du normal noch Spin Jumpen. Genau, richtig, aber nicht auf Boost oder Grinder. Ist denn das Eisblöcke? Nee. Das sind On-Off Blöcke. Wo ist mein On-Off? Ah, am Anfang war irgendwas. Ja, die ersten paar Sekunden ist ja schwierig. Ich hasse schon. Da war noch eine Tür. Die werden noch besser, die Puzzles. Jetzt krieg ich Ding hier wieder. Ja. Das ist ja kein schlechtes Puzzle, ich muss mich nur erinnern. Ja. Ah, jetzt brauche ich das Springboot und dann. Wait, nee, das brauche ich nicht. Grüße gehen nochmal raus an Rofio. Ja. Da kommt doch auch so. Du kommst da auch so hoch, aber es bringt dir nichts. Genau. Also ich sollte eigentlich das Springboot hier senden nutzen. Ja. Okay. Also. Da kommt nachher halt eine Tür und dann kannst du sowieso nicht mehr mitnehmen, deswegen. Ah, okay. Ja, also es bringt dir halt nichts. Aber du kannst es machen, wenn du möchtest. Nee. Hä? Ja, das war sehr notwendig, dass da dieser braune Block ist. Okay, hier ist dicht, weil ich jetzt durch die grüne Tür gehe. Okay. So, jetzt ist das ja einfach nur normales On-Off-Ding. Jetzt gehe ich wieder durch die grüne Tür und lande wieder hier oben. Und jetzt kann ich da rein. Okay. Puzzle-Messer, easy going. Ja, war ja auch erstmal der gelbe. Da muss man ja nicht übertreiben, passt ja. Sehr schön. Genau. Spul. Zack. Außerdem ist es in deinem Interesse eher
Safe States zu machen, wenn du aufhörst zu spielen und dann die zu laden, anstatt das normale Safe zu laden. Weil es gibt ein kleines Problem mit dem Game Switch Palace, dass der halt gedrückt bleibt, aber die Blöcke dann nicht mehr erscheinen, wenn man das Spiel abgespeichert hat und wieder lädt. Also. Das ist richtig. Das ist ganz merkwürdig. Nicht genau, das ist auch. Über das Behen sein. Und das ist auch erst jetzt zum Ende hin aufgetaucht bzw. aufgefallen. Und das passiert unabhängig vom Emulator. Ja, also. Okay. Genau. Wir haben es zumindest auf SNFX und ZZ-Patrick war es halt auch so. Aber das ist auch nur bei den gelben Switch Palace der Fall gewesen. Ja, beim Testen der grüne, zumindest. Blaue und der rote, die sind alle noch da, außer der gelbe. Das ist interessant, okay. Ja gut, dann machen wir das ja, vielleicht. Jetzt. Vielleicht finden wir noch eine Lösung dafür, aber ich wüsste gerade auch nicht, wie wir das machen. Ich brauch den ja gar nicht, kann es ja so. Oh, der geht nur. Oh, cool. Das nur dann. Nur dann. Ah ja. Hat jemand mitgedacht? Sehr schön. Achso, leveltechnisch würde ich den Switch. Wieder schwierig. Ich glaube, Lux baut Lux Puzzle. Ich weiß nicht, ich würde jetzt eher sagen, Dark baut Puzzle. Und damit liegst du auch komplett richtig. Ha! Das Level habe ich gemacht. Also das Switch für das Level. Sehr gut. Das hier aber dann müsste eigentlich auch Puzzle sein. Bauen können. Ich kann auch Puzzle bauen, ja, aber. Und damit hast du auch recht, Conan. Yay! Kleiner Funfact zu dem Level. Das hier ist ursprünglich gar nicht erst für Evil Conquest 2 gebaut worden und das war mal ein Grasland-Level. Aber das wurde aus zwei verschiedenen Leveln, die unabhängig voneinander gebaut wurden, zu einem zusammengefügt und damit Castle-Grafiken ersetzt. Deswegen sind ja auch teilweise merkwürdige Konstruktionen so im Schloss, aber an sich, genau, ist es halt so ein zusammengesetztes Level. Ist das eigentlich ganz gut? Hat es den Übergang gut geschafft? Ja. Das ist auch interessant. Das war es ursprünglich. Okay. Und das Level ist auch ja, zwischen Evil Conquest 1 und Evil Conquest 2 entstanden, glaube ich. Ja. Also, genau, halt gar nicht für den Heck gedacht. Weil, wenn ich so sehe, dann ist so für mich, ja, das passt sehr, ist ein sehr gutes Schlosslevel, das passt auf jeden Fall alles zusammen, aber als Grasland mit der richtigen Grafik, wahrscheinlich fällt es dann gar nicht auf, dass es auch passt. Mhm. Dann sind halt keine Baustellensymbole, sondern Blumen. Ja, die von der Decke hängen. Ach, was mache ich da? So wie man halt ein Grasland-Level kennt. Genau. So. Ich glaube, hier waren wir vorhin schon mal. Das bist du da hinten mal, das Secret Exit. Na, genau, darunter ja, war. Jetzt hier runter. Okay, aber jetzt ist sozusagen neu. Ja, Grüße gehen nochmal raus und Rock an der Stelle. Hat sich tot gefunden. Also gut, er hat ihn gefunden, aber er später. Was hat er gemacht? Er hat den Secret Exit erst sehr spät gefunden. Ach so. Ja gut. Man muss ja nicht alles sehen. Ja. Dementsprechend nur Grüße an Raffi. Du weißt, wo du bist. So. Oh Gott. Langsam. Ich jetzt nicht kein sterben. Wie sie wollen. Victory Point ist weit zurück. Ist da nicht gerade eine Runde? Ah ne, der ist da oben. Echt? Rutsche ich da automatisch? Ja, ich rutsche da automatisch. Dann nehme ich erstmal den Kollegen. Und hab damit alle drei. Juhu. Sehr gut. Wow. Das Rexloch wurde auch gefixt. Sehr gut. Ah ja. Muss ich mal gucken. Ich habe glaube ich noch gar nicht die Dings. Achso, die, oh, nee. Die ist gar nicht. Genau, es gibt keine Sterne. Wofür sind dann die Blöcke da? Man kann immer noch, glaube ich, einen One-Up bekommen. Achso, wenn es ganz oben. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, weil sonst ist es ja irgendwie. Okay. Ansonsten, dass man sich einfach gut fühlt. Turnblock Rich. Nicht Bridge, sondern Rich. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange wir nehmen hier Rich. Auf. 24 Minuten. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um den ersten Part mal zu beenden und mal kurz Test zu hören, ob alles passt. Alles klar. Genau. Dann sage ich an der Stelle schon mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.